Der Weltmeister steht mit Lewis Hamilton fest. Ich will als Thema einfach mal den Regen herbeiziehen und wir sind wieder nach langer Abstinenz in Mexiko. Und damit hallo allerseits und willkommen zur Einstimmung auf den großen Preis von Mexiko 2015. Die Schwierigkeit und die Probleme des Regens in der Formel 1. Ein seltener Gast, der Regen, hat die Formel 1 in Austin wieder einmal besucht. Und ich möchte hier einfach mal ein paar eigene Meinungen zum Thema Regen und wie damit in der Formel 1 umgegangen wird ins Spiel bringen. Was halte ich von Regen als Zuschauer? Ich finde es auf jeden Fall sehr gut, weil es bringt Spannung, ein zusammenrückendes Feld mit Überraschungen in den Platzierungen. Das ist eigentlich fast schon garantiert. Regenrennen sind nun mal schwierig und anspruchsvoll, deswegen auch gewissermaßen gefährlich, siehe eben Japan 2014 mit einer Verkettung von zu viel Geschwindigkeit und zur falschen Zeit am falschen Ort, das war aber dann doch eher die Ausnahme. Regen bedeutet allgemein weniger Grip, schlechtere Sicht und demnach eben auch ein gutes Gefühl für die Strecke sowie eben Fahrzeugbeherrschung, die sind dann natürlich richtig vonnöten. Soweit zum Grundlegenden und es war ein Genuss, das dritte Freitraining und auch das Qualifying am Sonntag zu sehen. Auch das Rennen, das war wirklich sehr ansehnlich. Da konnte man wirklich fast in jeder Runde irgendwas beobachten, was auch wirklich gewissermaßen spannend war. Worauf ich hinaus möchte, die Handhabe mit dem Regen, sprich Abbruch, Verschiebung von Sessions und Safety Car Starts. Das dritte freie Training wurde am Samstag in Austin durchgezogen, weil man musste. Das Qualifying stand auf der Kippe und eine Startaufstellung musste einfach her. Im Grunde wäre es, schätze ich einfach mal, auch abgesagt worden. Dabei war doch so viel zuvor im freien Training geboten worden. Ich habe mir mal nach dem freien Training die Reaktion der einzelnen Fahrer auf die Widrigkeiten angehört. Da gab es einfach unterschiedliche Meinungen, weil man es sich eben schon denken kann, die Teams sind unterschiedlich stark aufgestellt und deswegen scheiden sich die Geister da ein wenig. Und was eben für mich auffällig war, Fahrer und Teams, die weiter vorne, speziell eben Mercedes, Ferrari und Williams stehen, die waren der Meinung, dass es viel zu gefährlich war, da im freien Training zu fahren. Alle Teams dahinter, die waren größtenteils der Meinung, dass es schwierig und teilweise überraschend war, also Anmerkung meinerseits, eben mit dem stehenden Wasser, was man zuvor eben noch nicht wusste. Dennoch war es machbar und spaßig zu fahren. Das habe ich einfach mal herausgehört und Hülkenberg hat es als anspruchsvoll, also den Wagen unter Kontrolle zu halten, als Lotterie, weil man eben erst die Pfützen ausfindig machen musste und als cool bezeichnet, weil es nun mal anspruchsvoll und auch fordernd zugleich war. Nico Hülkenberg kam gut zurecht und das zeigt auch der zweite Platz im letzten freien Training und zuletzt hat er mehrfach im Regen bewiesen, dass er einer der Besten ist und nicht umsonst hat er sich damals im Williams in Brasilien 2010 die Pole geschnappt. Was auf jeden Fall klar ist, durch Regen wird das Feld bunt gemischt. Teams wie Mercedes, Ferrari oder Williams, die finden sich eben nicht so sicher unter den ersten 8 wieder. Und kleinere Teams, die haben einfach die Chance, etwas zu reißen und eben weiter vorne zu landen, als es sonst üblich wäre. Im Endeffekt kann man sagen, das Wetter war für die Autos und speziell für die Fahrer im freien Training in Ordnung. Aber auch die Verschiebung des Qualifyings am Samstag auf Sonntag, das war auch vollkommen in Ordnung und auch vollkommen richtig. Denn ein wichtiger Punkt, der Rettungshubschrauber, der konnte nämlich wegen des Sturms nicht abheben und falls etwas passiert wäre, wäre es wirklich fatal gewesen. Auch weil die Strecke in Austin einfach so abgelegen ist. Und wenn wir einfach mal den Sonntag, sprich Q3 heranziehen, die Verschiebung, die fand ich dann wieder übertrieben vorsichtig. Man hatte einfach die Zeiten, die man für eine Startaufstellung benötigt und dann war es einfach zu Ende, weil man einfach kein Risiko eingehen wollte. Nach dem Unfall von Jules Bianchi eben Japan 2014 ist man nun besonders vorsichtig und das war man auch schon die Jahre zuvor, also vorm Unfall von Jules Bianchi. Und es war für mich in der Vergangenheit oftmals nicht wirklich nachvollziehbar, warum Sessions verschoben, unterbrochen oder Rennen hinter dem Safety Car gestartet wurden.
Früher hat man das auch hinbekommen und man muss sich den Bedingungen natürlich einfach anpassen, langsamer, bedachter und vorausschauender fahren. In der Zeit von beispielsweise Mitte der 90er bis, sage ich einfach mal, 2005 gab es seltener Unter- bzw. Abbrechungen wegen Regen. Regen sorgt doch gerade für spannende Rennen und Abläufe, die man so eben seltener zu Gesicht bekommt. Ich würde mir einfach mehr wünschen, Regen einfach Regen sein zu lassen und eben zu fahren. Natürlich muss immer die Sicherheit im Auge behalten werden, wie eben zum Beispiel mit der Verschiebung des Qualifyings auf Sonntag, aber man muss nicht immer sofort irgendwas abbrechen, verschieben oder gar hinter dem Safety Car starten. Jules Bianchi, das war eben eine Verkettung von mehreren Faktoren, wie bereits erwähnt, zur falschen Zeit, am falschen Ort, zu hoher Geschwindigkeit und eben auch Dunkelheit. Das war nun eher die Ausnahme und klar, es war ziemlich scheiße und das will man natürlich nicht sehen, aber die Formel 1 ist nun mal ein verdammt gefährlicher Sport, auch wenn er mittlerweile durch die ganzen Maßnahmen relativ sicher geworden ist. Das ist einfach mal umfassend meine Meinungen mit dem Beobachten der letzten Jahre in Bezug eben auf die Jahre davor, die ich eben machen konnte. Und ihr könnt das natürlich auch anders sehen, keine Frage. Ist ja auch richtig, jeder hat natürlich seine eigene und vielleicht eben auch andere Meinung. Und die ist auch wieder gefragt, wie steht ihr eigentlich zum Thema Regenrennen und wie damit umgegangen wird? Also Safety Car Starts, Verschiebung, Abbrüche und so weiter und so fort, was wir gerade einfach mal in den letzten Minuten dran hatten. Also lasst es mich wissen, ich bin mal gespannt, was ihr davon haltet. Und dann noch ein kleineres Randthema, das war schon für das letzte Rennwochenende feststehend, bloß war für mich dann eben schon diese Aufnahme hier vorbei. Und ihr wisst es wahrscheinlich schon, aber Jean-Léon Palmer, der wird 2016 für Lotus oder Renault an den Start gehen, also neben Pastor Maldonado in der kommenden Saison. Und dann wird's einfach mal wieder Zeit, ein Auge auf diesen großen Preis von Mexiko, der zurückkehrt und natürlich auch jetzt mit dieser umgebauten Rennstrecke zu werfen. Den Mexiko Grand Prix, den haben wir seit 1963 im offiziellen Rennkalender und von 1971 bis 85 gab's eine Pause, ehe wieder 86 weitergefahren wurde und das ging dann eben wieder bis 1992. Und seitdem, bis heute, war eben Pause, Umbau, komplett Modernisierung der Anlage. Und dann sind wir also heute wieder mal in Mexiko-Stadt. Die Besonderheit dieser Strecke, das Formel-1-Rennen in über 2000 Metern über dem Meeresspiegel, ist schon nicht ganz ohne, auf jeden Fall mal wieder etwas anderes. Am Sonntag werden wir hier bestenfalls 69 Runden auf dem 4,42 Kilometer langen Kurs sehen. Der Rekordsieger, oder besser gesagt die Rekordsieger, denn wir haben hier gleich drei an der Zahl, sind mit jeweils zwei Siegen Jim Clark, Nigel Mansell und Alain Prost. Und bei den meisten Poles, da sieht es etwas einseitiger aus, denn die hat der Brite Jim Clark mit 4 in der Hand. Ihr kennt das ja, ich suche auch gerne mal Ereignisse aus der Vergangenheit für diese Einstimmung hier heraus. Und ich selbst habe eben kein Rennen hier in Mexiko live gesehen. Aber ich habe einfach mal was herausgeholt und für Formel 1 Kenner ist das mal gar nicht so unbekannt. 1964, da gab es ein packendes WM-Finale wie eben 2007 oder 2008 in Brasilien. Also WM-Finale, John Surtees gegen Graham Hill, also der Vater von Damon Hill und Jim Clark. Die Ausgangslage war wie folgt. Hill führte die WM an, Surtees, der hatte 5 Punkte Rückstand und Jim Clark, der lag 9 Punkte hinter dem führenden Hill. Also er brauchte einen Sieg, weil der eben damals genau 9 Punkte eingebracht hat. Dann ging's los und Jim Clark, der führte das Rennen souverän an. Hill, der hatte sofort zu Rennbeginn Probleme und zwar ist das Gummiband seiner Brille gerissen. Brille, ja, das ist eben das heutige Visier. Surtees Motor kam auf über 2000 Metern über dem Meeresspiegel nicht auf Touren und es fielen ein paar Zylinder aus und der Motor überhitzte. Also für Clark lief alles nach Plan, der hatte ja eben genau diese 9 Punkte Rückstand. Es kam also zur Aufholjagd von Hill und Surtees, wobei Surtees Teamkollege
und Hill in einen Zweikampf geraten sind, wobei Hills Wagen beschädigt wurde und er weit zurückfiel. Und John Surtees, der war auf Rang 4 zu weit weg von dem möglichen WM-Titel. Der überlegene Jim Clark, der bekam aber dann eben gegen Rennende Motorenprobleme eben wegen dieser Höhe über dem Meeresspiegel und verlor immer mehr und mehr von seinem gewaltigen Vorsprung und fiel in der letzten Runde aus. Hill lag außerhalb der Punkte und auf einmal auf WM-Kurs, ehe Surtees Teamkollege eben ihn vorbeigelassen hat, der lag eben bis dato eben noch vor ihm und am Ende wurde einfach John Surtees zum ersten und einzigen Mal Weltmeister. Werfen wir einfach mal wieder einen genaueren Blick hier auf die aktuelle Strecke. Es ist schwierig zu sagen, wie das eben mit den Überholmöglichkeiten der Fall sein wird. Im Spiel war es auf jeden Fall Kurve 1, was auch im echten Rennen bestimmt die beste Überholmöglichkeit, also am Ende der langen Geraden, mit der es sein wird. Oh Mann, Jenson Button und Fernando Alonso, die tun mir jetzt schon leid, eben diese lange Gerade und dann eben mit dem Honda-Motor. Womöglich setzen sie aber dann ihren neuen verbesserten Motor ein, beide. Und dann ist eben auch noch eine gute Möglichkeit oder könnte eine sein, die Zufahrt auf Kurve 4. Die sehe ich allerdings kritisch, weil die zweite DS-Zone, die ist eben doch ziemlich kurz. Und dann vielleicht noch eine dritte Stelle, Zufahrt auf Kurve 12 kurz vor diesem Stadion, ebenfalls kritisch. Ich würde einfach mal sagen, es wird sehr wahrscheinlich entscheidend sein, wie die letzten beiden Stellen vom Vorder- und Hintermann gehandhabt werden. Also Vordermann kommt besonders schlecht aus der vorherigen Kurve und der Verfolger eben besonders gut, dann könnte es da Überholmanöver geben. Aber ich glaube, das müssen wir uns einfach mal im Rennen auf uns zukommen lassen. Die Strecke hier wird gerne mit Monza verglichen, nicht weil sie eben genauso viel Höchstgeschwindigkeit im Schnitt zu bieten hat, sondern eben weil die Rundenzeit hier relativ kurz ist. Der für die Fahrer wohl spannendste Teil, weil eben viele besonders schnelle Kurven, wird dann wohl Kurve 7 bis Kurve 13 sein. Schon beim letzten Mal habe ich angesprochen, dass sich bei den Konstrukteuren wohl nicht mehr so viel tun wird. Das ist wohl noch das Entscheidende, weil da eben am Ende der Saison ein paar Millionen fließen. Die engsten aktuellen Duelle sind Force India, die führen mit 102 Punkten auf dem Konto und eben mit 32 Punkten Vorsprung auf Lotus. Lotus wiederum, die haben insgesamt 70 Punkte inne und haben 7 Punkte Vorsprung auf Toro Rosso. Und dann gibt es noch die Schweizer, Sauber mit dem 401. Grand Prix. Die haben 36 Punkte und McLaren, die haben dann 27 Zähler, also 9 Punkte Differenz. Und da ist durchaus noch was für Alonso und Button möglich, also einfach dranbleiben, vielleicht gibt's ja die Möglichkeit. Und immerhin geht's da um eine Menge Kohle. Und was ich mir nochmal angeschaut habe, wir haben noch ein paar zu vergebende Cockpits für die Saison 2016. Der Platz neben Daniel Ricciardo bei Red Bull ist noch frei, dann neben Verstappen bei Toro Rosso und dann eben neben Grosjean bei Haas F1, wobei, wenn man den Gerüchten glauben mag, Esteban Gutierrez wohl der heißeste Kandidat da sein wird. Und dann gibt es noch zweimal Männer zu vergeben, wo eben Pascal Wehrlein als jüngster DTM-Gesamtsieger die anscheinend besten Karten für ein Cockpit hat. Ja, nach langer Zeit sind wir mal wieder in Mexiko. Ich habe hier noch kein Rennen live gesehen und bin einfach mal gespannt. Im Spiel hat mir die Strecke eine Menge Spaß gemacht. Mal sehen, wie das eben als Zuschauer der Fall sein wird. Und euch wünsche ich mal wieder ein schönes Wochen- und Rennwochenende. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, tschüss.